Es geht jetzt los mit Match Nummer 1. Das geht in die Beine und auf die Pumpe. Relay Hunt. Tempo ist bei uns die ganz große Devise. Und deswegen geht es jetzt auch direkt kurz, knackig und verdammt schnell in die Regeln. In jeder Runde gibt es einen Fänger und vier Läufer. Jeder Läufer hat eine feste Startposition. Nacheinander muss jeweils ein Läufer aufs Feld. Wird er gefangen, muss er auf seine Startposition zurück und der nächste Spieler ist dran. Der Spieler, der nach 60 Sekunden die meisten Gegner fangen konnte, erhält 20 Punkte. Die nachfolgenden 10 und 5. 5 Bonuspunkte erhält der Läufer, der am längsten nicht gefangen wurde. Soweit, so klar, die Regeln. Luke sprintet noch mal zu seinem Platz. Ja, du machst dich warm, das ist auch gut. Gut auf deinen Oberschenkel aufpassen. Wir gucken uns jetzt mal die Begegnungen an. Wer fängt wen? Und ganz wichtig wird für die taktische Entscheidung sein, welchen Fänger schicken die Teams ins Spiel? Oh, der Champion höchstpersönlich, David Odonkor, wird als erstes fangen. Dann Sebastian, er traut sich doch. Und dann auch noch gleich am die Anfang alles raus. Der Maschine. Du hast es dir anders überlegt, keine Chance mehr. Und der Mann, der euch alle im Blick hat, der hat Augen eines Chamäleons und das ist unsere Stimme von Catch. Jan Platte, herzlich willkommen. Ja, die deutsche Meisterschaft im Fangen 2021. Sie geht jetzt los mit Lauf 1 bei der Relay Hunt. Lasst uns loslegen. Mein Gefühl ist, das wird großartig. Komm auf, David. Komm. Okay. Kannst du. 3, 2, 1. Catch. Und David weiß sofort, wo er hin muss, aber das macht Luke schon gut, zwingt ihn da zumindest zu einem kleinen Richtungswechsel. Zweiter Catch innerhalb von 5 Sekunden. Wow, Benny ist flott unterwegs, aber du bist gut auf Kurs. Vorsicht da an den Banden hier alle. Und jetzt ist Luke wieder dran. Zurück auf die Plätze. Luke, ja, sie bewegen David super. Der muss viele Meter machen. 5 Catches in 20 Sekunden. Es ist auch Teamarbeit gefragt beim Läuferteam. Und in die Ecke. Genau, Luke sagt es, in die Ecke. Die Strecken so weit wie möglich machen. Boah, was für ein Manöver von Fabi, der über Benny springt. Ja, sehr gut, auch sehr unten darf gefangen werden. David, komm, du hast noch 20 Sekunden. Und das ist der Catch. Eingeloggt. Ich meine, es ist dein 9. Catch. Es ist so anstrengend. Man sieht es, David, an. Es ist top. Komm, du musst in die Zweistelligkeit. Das ist Pflicht, um irgendwie an Punkte glauben zu können. David, du bist Wahnsinn. Es sind 10 Punkte und er kann nicht mehr. Der Knieter. Super Auftakt von euch allen. Riesen Respekt, David. Und wie gut funktioniert bitte Team Gelb schon in diesem ersten Spiel? Das ist wunderbarstes Fangen in seiner Ursprungsform. Viele Richtungswechsel, viele Sprints, super, super anstrengend. Was für eine Beschleunigung. Immer noch David Odonkor. Boah, gerade noch irgendwie abgefangen. Und ja, der Kapitän von Team Orange, Sebastian, hat gleich schon mal gezeigt bekommen, was da jetzt so auf ihn wartet. Alle sind auf ihren Plätzen. Benny ist da, Luca ist da, Dean ist sowieso da. Und dann würde ich sagen, sind wir alle bereit für den zweiten Lauf. Relay Hunt. Let's go, Sebastian! 3, 2, 1. Catch. Anfeuern ausdrücklich erlaubt. Genau, die Teams können da auf jeden Fall hinten stimmlich mitmachen. Zweiter Catch in 6 Sekunden. Und er hat eben gerade gesehen, wer Pausen macht, der kriegt keine Punkte. Dean, jetzt hast du ihn da wunderbar in die Ecke getrieben. Gut, Jasmin, wunderbar. Es geht einfach immer darum, ihn auch in Bewegung zu halten. Auf geht's, Seth. Hinterher. Und jetzt geht's da zum ersten Mal schon so im Rundkreis lang. Gut gemacht von Luca Beaufort. Wahnsinnig schnell, ja, die Teams, die dann die flotten Leute haben. Die haben natürlich einen Vorteil. Komm, Sebastian, stell ihn dir in der Ecke und dann schnappst du zu. Komm. Wow, da beißt einer schon. Die 4 Töchter zu Hause, er ist ganz viel am Laufen, aber jetzt gibt's halt immer mal wieder die Sprintanforderung. Komm, schnapp ihn dir, Sebastian. Komm, das ist auf jeden Fall auch schon eine super Zeit von Benny in Sachen Weglaufen. Derjenige, der am
längsten wegläuft, in Sekunden gestoppt, kriegt 5 Punkte für sein Team als Bonus. Und Benny hat da wahnsinnig vorgelegt. Ihr seht es bei Sebastian, der pumpt. Das ist nicht ganz ohne zum Reinkommen. Und das gilt nicht nur für Sebastian, das gilt für alle. Sebastian, der Luca hat dich da am Ende, da hat er dich eigentlich getrieben. Ja, kann ich. Das verstehe ich, warum immer Fußballreporter die Antwort schön mitliefern. Genau, weil du musst eigentlich nur bestätigen. Luca, war das eure Taktik oder war das eine Blitzidee von dir? Sorry, ich gehe mal kurz zwischen euch. Blitzidee, also es kam einfach natürlich. Habt ihr gut gemacht, du hast mir sehr leid getan, hast du trotzdem sehr gut gemacht. Wir sind ja ungefähr eine Altersklasse und hier sieht man noch einen Catch von dir und den hast du noch mitgenommen, den letzten. Und jetzt erholt euch erstmal und Jan, du darfst wieder übernehmen mit klarer Stimme. Ja, glücklicherweise, Simon, bin ich nicht so viel unterwegs, sondern darf mir das Ganze sitzend angucken. Aber es macht jetzt schon wieder eine riesige Laune. Und wenn ich dem ins Gesicht gucke, Fabian Hambüchen, dann kriege ich auch immer gute Laune. Weil wir kennen seinen Ehrgeiz. Zusammen mit Luke in einem Team, das ist ja der ganze Abend auch schon irgendwie wieder besonders. Als Teampartner heute auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft. Fragezeichen. Jetzt will er ein Ausrufezeichen setzen. Er hat 60 Sekunden Zeit dafür. Dritter Lauf, Relay Hunt, Fabi gegen Team David. Du hast es, Fabi, komm! Pack sie dir! 3, 2, 1, Catch! David, ist mal in der Ecke. Fabi, du brauchst Tempo, das ist klar. Das musst du sofort unterrühren. Marc tut dir den Gefallen und läuft in deine Richtung. Jetzt hast du Johanna vor dir, Handballprofi beim BVB. Super trainiert. Na, Fabi, du musst zugreifen. Stehen geht es nicht. Du hast ihn doch eh schon. Du musst ins Tempo kommen. Es sind 4 Catches. In 20 Sekunden, der Schnitt ist noch gut, du musst zweistellig enden, wenn du in die richtig dicken Punkte willst. Marc, vorsichtig, tu dir nicht weh. Und jetzt Fabi, 7. Catch. Ja, jetzt kommt er so langsam auf den Geschmack. Bist du am Fuß dran gewesen? Nee, Luca entwischt, das ist der erste gute Escape-Move von Luca. David, viel Zeit zum Ausrufen. Aber guckt euch diese Bewegung an. Eine kurze Rechts-Links-Bewegung. Weg ist er. Komm, Fabi, die letzten. 6, 5, 4. Du brauchst den 10. Catch. Ja, da gibt's die erste kleine Kollision. Aber das sind 10 Catches. Fairplay von Marc, der auch sagt, ich bin am Fuß erwischt worden. Fabi, Top-Job. Genauso wie David am Anfang. 10 Catches, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben aktuell 2 Erstplatzierte. Das Team von Sebastian mit 7 Zählern aktuell. Derjenige, der am meisten weggelaufen ist, das war Benny aus dem Team Jasmin. Fabian, richtig guter Job und ganz in deiner alten Disziplin hast du dir jetzt den Abgang. Da sehen wir es nochmal. Das war das Schönste. Danke, finde ich auch. Aber nicht gestanden leider. Es gibt natürlich Abzüge. Absolut, aber hat ganz gut geklappt. Guter Einstieg heute. Will ich auch sagen, ich lobe dich und du atmest durch. Die tut mir so leid. Geh, setz dich hin, nimm einen Schluck Wasser. Letzter Lauf, Jan, bitte. Also mir tun jetzt 4 Leute leid. Und die tragen orangene Leibchen. Genau wie David. Denn in der Mitte steht jemand, der ist Sternzeichen Allesfänger. Wir haben das schon ein paar Mal erleben dürfen. Wer ihn nicht kennt, also er ist berühmt-berüchtigt, wer ihn nicht kennt, wird ihn jetzt gut kennenlernen in den nächsten 60 Sekunden. Er hört auf den Namen Dean Zanwani. Luke, da isst dich auf. Essen ist fertig. 3, 2, 1, Catch. Oh, yes. Guter Start, Sebastian. Nice. Du bringst Dean so ein bisschen dazu, nicht sofort in den Rhythmus zu kommen. Aber jetzt der 2. Catch. Ihr müsst wissen, der ist Footballspieler bei den Cologne Crocodiles. Und sie spielen so ähnliche Spiele. Runter vom Block da, Sepp. Häufig zum Warmwerden. Und alle lachen und schreien, ob der Leidenschaft, die Dean an den Tag legt. Das ist der 7. Catch. Du musst weg, Marie. Wunderbar. Aber so richtig gelingt das nicht. Aftercatch. Du brauchst nur noch 3, um Erster zu sein. Für dein Team, Dean. Du bist bei 9. Ja! Super! Weiter. Auch auf dem Boden rutschen. Natürlich catchen. Das ist Catch Nummer 10. Und jetzt brauchst du noch einen. Du hast noch 12 Sekunden Zeit. Und jetzt hast du ihn. Lukas kommt nicht weg. Du machst das Dutzend voll mit Marie. Ja, das ist yes. Super, Marie. Ganz, ganz stark im Kopf. Das
müsst ihr untereinander klären, ob du sie erwischt hast. Aber du bist mit 11 Catches safe auf Platz 1 fürs Team Türkis ins Ziel gerutscht. Dean Tamvani. Boah, da verschiebt's die Bande. Dennis wird erwischt und dann am Fuß vielleicht, ja. Dann ja, Mann. So gut. Sagt ja, aber was dann bei rausgekommen ist, eigentlich egal. Du bist eh Erster. Glückwunsch. Glückwunsch auch von mir. Es riecht nach Angstschweiß in der Arena. Nicht du, Marie, du riechst es ja voran. Aber wie fühlt es sich an, wenn man von so einem Kühlschrank verfolgt wird? Ja, man hat einfach keine Chance. Das ist ganz klar. Man hat keine Chance und der natürliche Trieb ist, wegzulaufen. Dean, aber trotzdem, du bist ja normal gewohnt, verfolgt zu werden als Running Back. Jetzt mal die andere Seite. Gefällt dir auch? Ja, auf jeden Fall. Also beim Football spielen wir auch im Kickoff. Muss ich als Running Back halt auch tackeln, beziehungsweise im Special Team. Dementsprechend ist das für mich keine neue Sache. Keine neue Sache. Marie, für dich ist es eine neue Sache. Du läufst ja normal nicht nur weg, du bist eine Fighterin. Du hast ganz besondere Fähigkeiten, die man nicht nur hier bei uns sehen kann, sondern woanders. Und was du alles drauf hast, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Und die Faust. Marie Morum. Marie wird 1992 in Berlin geboren. Wegen eigener rassistischer Erfahrungen wünscht ihre Mutter, dass sich ihre Tochter selbst verteidigen kann. Sie schickt Marie mit 9 Jahren zum Karate-Training. Marie entdeckt ihre Liebe zum Kampfsport. Mit 11 ist sie bereits deutsche Juniorenmeisterin. Und 2007 mit 15 Jahren Juniorenweltmeisterin. Im Alter von 17 reicht es ihr dann mit den Wettkämpfen. Sie konzentriert sich auf Showauftritte und arbeitet daran, ihren Traum zu verwirklichen. Als Stuntfrau arbeiten. Sie arbeitet hart. Ihren Tagesablauf bestimmen Fitness, Lauftouren und Kampftraining. Erste Einsätze als Stuntfrau in großen Produktionen folgen. 2018 dann der Durchbruch. Sie spielt im weltweit erfolgreichsten Film des Jahres mit. Marvel's Black Panther. Seitdem ist sie international gefragt, performt Stunts bei James Bond und spielt Rollen in Avengers Endgame und Star Wars. Morum, Marie Morum, die Catch-Teilnehmerin mit der Lizenz zu fangen. Tolle und starke Frau, die heute Abend deutsche Meisterin im Fangen werden will. Aber wir vergeben jetzt erstmal noch die Punkte des ersten Matches. Und da sieht es wie folgt aus. Da hat sich Team Jasmin Wagner super geschlagen. 20 Punkte für euch. Und dann gibt es nochmal 10 Punkte jeweils für Team Luke und Team David. Und 0 Punkte für Team Sebastian. Und die Bonuspunkte für denjenigen, der am längsten entkommen ist, für sein Team, die gehen an Benny und somit auch an Team Jasmin Wagner. Er ist sage und schreibe 28,5 Sekunden entkommen. Das ist fast die Hälfte der Zeit. Ganz schön anstrengend, solche 60 Sekunden, oder? Ja, das ist natürlich mega Adrenalin. Und was sie hier leisten, also das ist ja oft so in deutschen Fernsehshows, dass du irgendwelche Promis hast, die was Tolles machen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind so dermaßen die Statisten. Also auch wenn man den Einspielfilm von Marie gesehen hat. Also wir wollen wirklich diesen Sport hochleben lassen und diese verschiedenen tollen Persönlichkeiten einfach im hellsten Licht erscheinen lassen. Ihr seid einfach mega.